Das heißt, wir brauchen Aber im jetzt Ernst. jemanden, der möglichst schnell in Valusa eintrifft und dort Schlimmeres verhindert. Aber im Ernst, könnt ihr mir und meinen Gefährten noch einmal erklären, was es mit diesem Schwert der tiefen Tochter auf sich hat? Ist das wirklich ihre eigene Waffe? Sie wurde geschmiedet vor ein paar Jahren von Borbarat selbst. Gefunden, beziehungsweise in Beschlag genommen von den sieben Gezeichneten, er schaut kurz überlegt, am Friedhof der Seeschlangen. Und dort dann in Beschlag genommen von den sieben Gezeichneten, gebracht in die Feste Koschka, um dort zur sicheren zur Verwarnung zu dienen. Und dort wurde es dann entwendet. Richtig. Wir wissen nicht genau wie. Einer der Agenten muss bis dort vorgedrungen sein. Und an wen oder wo wird es dann in Valusa übergeben? Wir Also. haben durch eine göttliche Verständigung von Meister Yitzkog die Kunde bekommen, dass Delia della Tirak aus Valusa ein. Es wurde ein Paktierer der tiefen Tochter unter den Bürgern erkannt. Und aus dem Verlauf der eingehenden Befragung, hochnotpeinlich, haben wir herausgefunden, dass er im Auftrag Xerans in die Stadt ein schwarzes Schwert in Empfang nehmen sollte. Das schwarze Schwert. Ich werde den Namen hier nicht nennen. Und dank der unheiligen Fähigkeiten, er selber sinkt im Wasser wie ein Stein auf dem Grund, kann darin atmen, sollte er es nach Mendena weiter transportieren. Die Übergabe soll wohl laut meinen Informationen am dritten oder vierten Tsar zur nächtlichen Stunde stattfinden. Und das muss wohl die Gelegenheit sein, zu der wir spätestens oder zu der ihr spätestens in Valusa ankommen müsst, so ihr diesen Auftrag annehmt. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Dritter Zar, so die letzte Zeit. Euer Gnaden, Evadaios, wie schnell können wir es nach Valusa schaffen? Puh. Nun, wenn wir noch heute ablegen, sollte es machbar sein. Morgen ist vielleicht auch noch denkbar, aber nun, wir sollten die Mannschaft zusammentrommeln. Wir unterstützen euch von unserem Tempel aus natürlich, wo wir nur können. Wie gesagt, wir legen unsere Hoffnung in euch und können euch mit dem Segen Hesindes ausstatten. Selbstverständlich soll es auch an Dukaten nicht mangeln. Wir bräuchten die Dukaten eigentlich mehr, um die Mannschaft zu bezahlen und Nahrung einzukaufen. Ja, es geht aber nicht um persönliche Bereicherung, denn ein Tempel zu, etwas aus einem Tempel zu nehmen, das wäre unheilig. Wie gesagt, wenn das Aber wem? schwarze Schwert in Mendena Xeran erreicht, dann schwant uns Übleres, als dass uns 150 Dukaten fehlen. Dann ist die Welt verloren, so wie wir sie kennen. Nun, da wir natürlich essen und die Mannschaft bezahlt werden muss, nehmen wir eure Hilfe natürlich dankbar an und werden alsbald möglich auf nach Valusa aufbrechen. Wir schauen, dass Hat wir heute jemand noch aufbrechen. Einwände? Man schaut mal zu Washa. Washa, entschuldige, dass ich nicht gefragt habe. Ich bin schon wieder voller Elan. Willst du auch mitkommen und dass wir dann nach Valusa gehen und versuchen, das zu verhindern, was hier. Er schaut etwas erwartungsvoll in ihr Gesicht, ohne den Satz zu beenden. Ja. Sollen wir damit hingehen? Ich denke schon. Ich habe dir Rodrigo versprochen, dass ich dahin gehe, wo du hingehst. lächelt. Ja, aber ich wollte es auch mit dir absprechen. Ja, wir sind auf jeden Fall dann dabei. Rodrigo lächelt über beide Backen, Nicken. dass er sozusagen nicht schon wieder was falsch gemacht hat, was Washer und ihn angeht. Nun, da habt ihr es. Wir legen alsbald möglich ab. Ihr brecht noch Gutes. heute auf. Ja, wir haben gestern schon eine Mannschaft zusammengesuchen lassen. Die besten Leute haben unsere Leute hier gesucht, Ephadaios und Yalan. Wir sind aufbruchsbereit, außer dass wir noch Nahrung kaufen müssen. Das wird sich aber in wenigen Stunden erledigen lassen. Wisst ihr, ob es in Valusa eher kalt ist? Das ist ja schon ein ganzes Stück weiter Richtung Firun gehend. Horst, war ich da Selbstverständlich. OT schon mal mit meinen Gauklern? Also weiß ich, Nein, wie man sich da niemals. vorbereitet? Nein, Okay, nein, alles klar. nein. Okay, Natürlich ist es sorry. in Valusa kalt. Das ist schließlich mitten im Winter. Ja, ich vergesse das immer, wenn ich hier in dieser Region bin oder zu Hause bin. Ja, entschuldigt mein Schwafeln. Wir brechen auf und wir holen noch Winterkleidung für dich, Wascher.
dass du mir hier nicht frierst. Rashika darf aber auch nicht ins Kalte, sonst fällt sie in die Winterstarre. Was machen wir denn damit, Rashika, wenn sie jetzt hier nicht ins Kalte darf, aber da ist ja überall kalt? Nun, jedenfalls, Gibt Euer es Eminenz, warme Steine? Wir werden uns dann noch unseren Vorbereitungen hingeben. Entschuldigt uns bitte. Ja, entschuldige auch die Diskussion hier, das werden wir alles miteinander klären. Von meiner Seite aus noch weitere Fragen. Dritter eine, Zar war der Stichtag. Eine Frage noch, Bruder ja, Heradiel. Entschuldigt, Magister. Du sagtest, das Schwert soll jetzt übergeben werden, aber der Empfänger wurde gefangen genommen von den, von Meister Yitzchok, hieß er, in Valusa. Kennen denn die das Schwert jetzt im Besitz haben, kennen die den, der es bekommen soll? Der es bekommen soll, ich bin mir nicht sicher, wie die Sache vor Ort aussieht. Die göttliche Verständigung funktioniert vielleicht nicht wie ein Gespräch in einer Straße oder in einem Tempel. Schaut so ein bisschen hilfesuchend zu Ephadaios. Ich kann euch nicht wirklich viel sagen. Nur das, was mir mitgeteilt worden ist. Wahrscheinlich werdet ihr in Valusa selber noch einmal... Nehmt doch einfach mit der Drakoniterin Delia Dela Tiranak Kontakt auf und lasst euch von ihr ins Bild setzen. Oh, also gut, dann können wir vielleicht selbst noch eine Befragung durchführen. Vielleicht können wir diese Sache aus ihm rauskitzeln. Ephadarius, wie lange brauchen wir noch, Valusa? Kannst du das etwa abschätzen? Wenn ich mir das hier auf dieser Karte ansehe, ich würde schätzen. Probe hättest du gern? Kartografie oder Orientierung? Lass ich beides. Ja, 12 Punkte. Das kommt jetzt drauf an, mit wie vielen Leuten ihr segelt. So wie ihr aktuell ausgestattet seid, einen halben Tag segeln, einen halben Tag nicht segeln. Mit ja, einer einmastigen Lorche, ungefähr 8 Tage. Wenn ihr 24 Stunden lang segelt mit doppelter Mannschaft, dann könntet ihr es auch in 4 Tagen erreichen, anstatt 8 Tagen. Wir haben aber keine doppelte Mannschaft. Aber wir haben noch mehr als 8 Tage Zeit. Das ist kein Grund zu trödeln. Legen wir also noch heute ab. Aber Rodrigo? Ja? Wir müssen noch ein paar Sachen packen und wir müssen auch noch aufräumen. Ich meine, die Reste des Fests und so weiter. Ja, wir werden mal gucken, ob Porkum da uns ein wenig unter die Arme greifen kann mit dem Aufräumen. Ich vergesse ihn einzuladen. Warum? Er wohnt doch sozusagen im Konto, da ist das doch kein Thema, da ist er doch immer eingeladen. Ja. Aber offiziell meine ich. Ja. Gut. Du hast doch die Einladung geschrieben, Schatz. Lass es aber nicht drüber schreiten. Auf jeden Fall, was ich sagen will... Was? Wollt ihr sagen, es ist meine Schuld? Um Himmels Willen, beruhigt euch. Ich will ja nur sagen, dass wir erstmal Winterkleidung für dich holen sollten, dass du mich nicht erfrierst und dass wir gucken sollten, ob da noch genug Zeit ist. Wer will sich um die Nahrungsmittel kümmern? Ich kenne mich nicht so gut mit dem Kochen aus. Ich weiß nicht genau, was wir da alles mitnehmen sollten. Ich habe nur gehört, also ich Zwiebeln. Kann ganz gut kochen. Ich kann uns ein paar Sachen besorgen und besorgt Kleidung. In der Zeit könnt ihr was anderes machen. Wie wäre das? Also ich werde unsere Mannschaft noch einmal ein wenig unter das Vergrößerungsglas nehmen und sehen, ob da jemand mehr kann, als er weiß oder zugibt. Ich habe das an unserem Reihertag nicht so mitbekommen. Also sind wir jetzt voll und haben genug Leute? In der Tat, haben wir. Wie viel soll ich einkaufen? Und wie viel von der Kasse kann ich mitnehmen? Wer verwaltet mich nochmal? Ach, wir werden bestimmt mit 5 oder weniger Dukaten, naja, vielleicht mit 10 Dukaten im schlimmsten Falle auskommen hier im Kundchen. Rodrigo, wir wollen auch gut essen, oder nicht? Ja, was heißt gut essen? Wir müssen gucken. Also ich werde nicht nur Zwieback servieren. Das ist gegen meine Ehre. Deswegen servieren wir neben dem Zwieback ja auch noch rum. Ja, Lan. Nun, keine Sorge, wir brauchen nur geringe weiteren Vorräte. Ich werde mich darum kümmern, dass wir unterwegs noch unsere Angeln auswerfen. Wollt ihr kochen, Ephadaios? Den Fisch auf jeden Fall. Also dann werde ich Zutaten kaufen, die zum Fisch passen. Sowas wie Kartoffeln, Zwiebeln und etwas. Was hält sich denn lang? Ich werde schon was finden.
In das Tutzak gibt es bestimmt Shatak zu kaufen, das hält sich äußerst lang. Was? Shatak. Was ist das? Eine Knolle. Die anderen hier kennen schon. Aber Shatak essen doch nur die Armen. Schmeckt das denn? Shatak essen nur die Armen? Das habt ihr doch auf Maraskan zu Genüge gegessen. Ich weiß, ich hab das Zeug aber wiedererkannt. Das gibt's bei uns im Süden auch, Shatak. Und Rodrigo, wir können auch was essen, was arme Leute essen. Das gibt man dort den Sklaven. Was? Es schmeckt gut und es ist nahrhaft. Warum willst du es denn nicht essen? Rodrigo, wenn ich dich damit füttern würde, würdest du es essen? Ich weiß nicht, wie Hund schmeckt. Aber es schmeckt widerlich. Wenn ich es dir in den Mund stecke, würdest du es essen? Wenn ich muss, esse ich wahrscheinlich eine Menge Dinge. Der Erzwissensbewahrer schaut euch so ein bisschen skeptisch an, schickt euch dann aus dem Tempel heraus mit einem Brummeln. Wir wären schon längst draußen. Ich hab doch schon gesagt, wir gehen jetzt. Der Bibliothekar gibt euch noch einen Beutel mit 150 Dukaten mit auf den Weg. Verlasst diesen Beutel an dich nehmen. Wir nein, ich nehme ihn. Das und einen Beutel mit Heiltränken. Und zwar 6 Stück. Warum auch immer er 6 Stück nimmt, aber... wahrscheinlich hat er Myria als Held eingeplant. Und da sind Heiltränke drin mit einer Qualität, die ja, ihr nicht kennt. Also kann ich das Geld nehmen oder interessiert jemand? Bitte, nimm, verlier es noch nicht. Nee, ich verteile es auf meinen Körper. Ich würde ein bisschen was in meinen... Gib das auf Adaios, wir brauchen noch ein paar Steine. Nein, danke. Ich würde es in meinen Bustier stopfen, in meine Stiefel, in meinen Slip, in alles, was ich trage, quasi verteilt reinstopfen. An den SL. Falls mich einer beklauen will, da muss er schon... Washer kennt sich ja auch ein bisschen aus. In der Vier Stunden später hat Washer einiges eingekauft. Also Nahrung, die ihr braucht für eure Söldner, die ihr angeworben habt und die Seemänner, die ihr angeworben habt. Zudem wurde von Evadaios ein großes Fass mit Wasser herangeschafft oder mehrere Fässer. Denn ihr braucht mehrere Fässer. Die sind natürlich mit Rum und Kräutern versetzt, damit es A, nicht anfängt zu schimmeln und damit es irgendwie diesen Rum, damit man ihn nicht unbedingt rausschmecken muss. Zumindest habt ihr dann mehrere große Fässer da stehen, die dann von Borgwurm auf die Ukuri verladen werden. Und die gesamte Mannschaft, die ihr gestern angeworben habt, wurde dann schnell einberufen. Sodass jetzt, wie gesagt, nach 4 Stunden die Leute wieder vor euch stehen. Ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch so schnell aufgeht und dass man noch an diesem Tage oder am nächsten aufbrechen will. 4 Stunden später. Dementsprechend könntet ihr auch Kleidung für Washer gekauft haben und für Brindigian. Und was wollt ihr? Also Washer würde wirklich alles kaufen. Wie gesagt, ich glaube, ich würde ja auch kochen. Ich weiß ja, ob jemand einen höheren Kochenwert als 7 hat, aber sonst würde ich das einfach übernehmen, weil wir haben jetzt keinen Smoothie oder habe ich das irgendwie verpasst. Also einfach darauf behauptet, er kann super Fisch kochen. Ja, aber Fisch reicht ja nicht. Wir können irgendwie die ganze Zeit Fisch essen. Wir brauchen was dazu. Ich dachte vor allem, Evadaios darf kein Feuer bedienen. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall hat jemand höher als 7 kochen, weil sonst würde Washer einkaufen. Aber ist hier doch keine Talentwerte. Wenn du gerne kochen willst, Katkas, koch. Mir ist es egal. Ich sag, ja, Evadaios sagt, er wird sich um den Fisch kümmern. Gut, dann koch. Viel Spaß. Also du kannst gerne von der Kasse abziehen, 4 Dukaten, 8 Silber, 9 Heller. Das ist deine Winterausrüstung. Ich gebe dir die gleiche, die ich auch habe. Okay. Schreib das mal bitte ins Forum mit den Dukaten und der Winterausrüstung. Ich packe euch 130 Dukaten für den Drachenschatz, 150 Dukaten von der Helsindekirche, packe ich euch auf euer Konto und dann bitte das, was ihr noch abziehen müsst, das mache ich nicht jetzt, aber und dann müsst ihr noch überlegen, was ihr sonst noch macht. Ja, bei den 130 Dukaten wird man jetzt auch mal Jalan packen. Jalan, ich muss kurz mit dir sprechen. Worum geht's denn? Der Drachenschatz kann nicht komplett in die Gruppenkasse wandern. Ich habe eigene Rechnungen zu begleichen. Ansonsten wird das nicht gut kommen. Das wäre unehrenhaft, wenn ich meine Schulden nicht bezahle, die ich durch meine Ausbildung habe. Was für eigene Rechnungen könnt ihr denn schon groß haben? Auf die 50 Dukaten wird es kaum ankommen. Nein, das sind nur 2000 Dukaten, aber ja. Wiederholt das doch nochmal. 2000 Dukaten schulde ich meinem Vater? Nein, also ist ja egal. Entschuldige ich den Patriarchen unserer Familie für meine Kriegerausbildung. Das ist sehr viel Geld. Ja, Washer bekommt das ruhig mit, die ist gerne mit dabei, die anderen noch nicht. Und Rodrigo, wir sind jetzt verheiratet und wenn du Schulden hast, gebe ich dir gerne was von meinem Geld. Ich habe bisher kaum was bezahlt, außer für den Dolch. Ich muss zumindest einen Teil davon bezahlen, damit ich wieder sozusagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich pro Götterlauf
10% abstottere davon. Wie viel ist das? Ich habe keine Ahnung, was 10% sind. 200 Dukaten pro Jahr. Das ist aber viel. Wie kann man so viel Geld ausgeben? Ja, das dauert dann nur 10 Jahre, bis ich dann schuldenfrei bin. Was? Und das hast du mir nicht vorher gesagt? Nein, aber vielleicht... Sollte man vielleicht nicht vorher erklären. Also, wie sind seine Schulden? Jetzt noch eure Schulden. Wir sind mit Schulden, seid ihr mein Verheirat. Eierbund gegangen? Ja. Was? Gut, Rodrigo, dann werden wir den Drachenschatz einfach unter uns dreien aufteilen. Dreien? Und Rodrigo. Ihr und ich und der Vatarius. Vatarius war nicht dabei. Nein, er ist nicht mit in die Höhle reingegangen. Moment mal. Spielerfehl, ja, du hast recht. Ja. Ja, Lan, Rodrigo, ihr habt einen Schatz? Wie viel ist das? Damit die Frau das wieder wissen. Das wissen wir nicht genau, aber es wurde damals von unserem Geschichtenerzähler geschätzt auf ungefähr 130 Dukaten. Das heißt, du bekommst die Hälfte und Lalan bekommt die Hälfte. Ja genau, wir müssen das Ding nur noch schnell genug abstoßen zu einem. Also 75 sollte Ragnar eines Tages auf die Idee kommen, sich von Maraskan zu entfernen, würde er sicherlich seinen Anteil ebenfalls einfordern können. Aber darüber können wir jetzt nicht nachdenken. Aber Moment mal, Rodrigo, das sollte doch reichen, um die Leute abzubezahlen, die dir jetzt gerade Böses wollen, wegen deiner Schuld, oder? Also ich habe noch ein bisschen eigenes Geld auf die Seite gelegt, bevor ich jetzt hier das Boot verlassen habe. Ich habe ja auch ein bisschen jetzt hier und so verdient auf der Reise. Rodrigo, das habe ich alles ausgegeben, als der Mann mich gefragt hat wegen dem Boot und du mir das zugeworfen hast. Nein. Tut mir leid. Das war doch nur das Taschengeld, was ich mitgenommen habe auf die Reise. Tatsächlich? Bist du Natürlich. Reich? Nein, ich bin nicht reich. Ich bin dabei, reich zu werden, damit ich meine Schulden abbezahlen kann. Okay. Gut, wir teilen die 130 unter uns beiden auf und ihr seht zu, dass ihr euch eure Schulden, Gläubiger vom Hals schafft. Also ich bin bereit, hier von meinen 75 Dukaten dann 25 Dukaten ruhig in die Gruppenkasse einzuzahlen. Mir genügen die 50 Dukaten, mit dem Restgeld, was ich habe, wird das reichen, dass wenn ich das da hinschicke, dass ich zwar wenig Geld habe, aber dann bin ich erstmal wieder ein Jahr lang befreit. Auf Waschers Schulter sitzt ein kleiner Dämon und flüstert ins Ohr, frag doch mal, ob seine Familie reich ist. Antigo, sag mal... Ich habe jetzt so viel Geld in diese Gruppenkasse gegeben und gebe kaum was aus. Ich hätte es doch viel besser dir gegeben, wenn du so hohe Schulden hast. Warum sagst du denn? Warum sprichst du nicht mit mir? Weil. Vertraust du mir nicht? Der Termin ist doch noch gar nicht dringlich. Nur eben bevor ich jetzt aufbreche nach Valusa, habe ich mir gedacht, möchte ich das Geld ganz gerne zurechtlegen. Mhm. Und ich habe nicht genug Geld dafür, aber mit dem Drachenschatz zusammen, oder zumindest mit einem Teil des Anteils davon, mit diesen 50 Dukaten, hätte ich genug Geld, um meine Schulden sozusagen wieder für ein Jahr lang austilgen zu können. Und ja, ich zahle jetzt auch, bevor das eine Jahr, das erste Jahr, seitdem ich von zu Hause los bin, überhaupt rum ist. Und darüber ich mir mehr Sorgen. Ich meine, warum zahlt deine Familie denn nicht für diese Ausbildung? Sie wollten es doch bestimmt, oder nicht? Naja, man hat gesagt, ich mache jetzt diese Ausbildung. Siehst du? Hat der Patriarch gesagt, so, die Ausbildung war teuer, mein Junge. Das sind 2000 Dukaten, die du mir schuldest. Zieh jetzt mal los und besorg das Geld. Das liegt daran, dass die Männer im Süden halt keine Ehrenleute sind. Das stimmt überhaupt nicht. Bei uns zu Hause ist so eine Kriegerausbildung Selbstverständlichkeit, wenn man adelig ist. Also. Vor Brindigian haben sich gerade 20 Seemänner und 10 Söldner hingestellt. So ein bisschen geordnet und Brindigian hat so ein bisschen gerade das Kommando über die. Das wäre schlecht, Zeit jetzt für dein Odem. Das ist schlecht, denn wir haben nur 17 Seemänner, aber dafür 11 Söldner. Ja, genau. Generell hätte ich ja dann auch mit da zumindest gefragt, ob er dabei sein will, weil er ist ja irgendwie der dann entscheidet, was dann passiert, wenn ich irgendwas entdecke. Ja, Jalan kann mitgehen und Bosch und Rodrigo streiten im Hintergrund über die Schulden. Genau, Jalan ist das dann irgendwie zu viel, dass die beiden sich hier über ihre Finanzen bekriegen. Der will zusehen, dass er irgendwann seinen Anteil von Rodrigo einkassiert und dann war's das. Ja, Jalan kommt dann. Jalan kommt jetzt die Treppe nach unten gestiefelt. Und wenn in 4 Stunden Rodrigo und Bosch versuchen, den Schatz loszuverkaufen. Und lässt dich deine Magiererei erstmal in Ruhe machen. Genau, also ich stelle mich dann vor den Matrosen und Söldnern auf und dirigiere die irgendwie so ein bisschen hin und sage, preiset die Schönheit, Bruderschwestern. Bevor wir losfahren, würde ich euch gerne noch etwas genauer untersuchen. Alle aus einer Kehle, preiset die Schönheit, Bruderschwester. Ja, Brindigian lächelt breit, so muss das sein. Wie ich gerade sagte, bevor wir losfahren, werde ich euch noch etwas genauer untersuchen, ob vielleicht... Schwester Hesinde jemand mit einigen besonderen Gaben bedacht hat. Ob er es weiß oder nicht, vielleicht können wir da noch unseren Nutzen draus ziehen. Deswegen stellt euch doch alle bitte hier auf, dass ich euch alle im Blickfeld habe und haltet einen Moment still. Ich werde einen Zauber sprechen, das tut doch niemandem weh und danach wissen wir mehr. Xindan hebt die Hand. Magister, ich bin
magisch begabt. Wer ist Xindan? Eher ich. Was kannst du denn? Welche Art Magie kannst du denn wirken? Intuitiv. Also, ich kann gut klettern und gut seefahren und so. Also, ich weiß nicht genau. Ah, das heißt, du weißt davon und halt kannst das schon kontrollieren? Ja, mir wurde das mal von einem Bordmagus gesagt. Ah, das ist gut. Genau nach sowas suche ich eigentlich. Vielleicht finden wir noch irgendjemanden, der es noch nicht weiß. Aber bleib doch bitte trotzdem bei den anderen und stell dich ein wenig an die Seite, dass du das Bild der anderen nicht verfälschst für mich. Ja, er stellt sich irgendwo neben Faru. Sonst noch irgendwer? Gut, dann fange ich jetzt an. Zirpen. Ja, dann stellt sich Brindisian vor, dass er alle im Blick hat und spricht dann wieder seinen Spruch auf. Unum Arcanum Senserei weht ein Hauch von Zauberei. Hatten wir ja vorhin ausgewürfelt. Also ich Richtig. sehe auf jeden Fall Intensität und auch wenn irgendwas dämonisch oder durch Blutmagie ja verunreinigt ist, fällt auch noch mit rein. Also das wirkt dann wahrscheinlich nur, wenn tatsächlich ein Aber Zauber auf jemanden keine, genau, liegt. richtig, also keine Paktierer, die siehst du nicht. Nein, die sehe ich nicht, nein. Es sei denn, du guckst dir direkt einen Dämonen mal an, das würde leuchten, aber das wird ja eh verborgen. Ja, ich sehe nur, wenn irgendwo ein dämonischer Zauber auf einem liegt. Genau, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Ja, ansonsten leuchtet nur eine einzige Person. Und zwar ziemlich stark. Also neben der einen, die sich gerade offenbart hat. Richtig. Neben Xindan steht ja immer noch dieser Seemann. Wie heißt er? Faruk hieß er, glaube ich. Hast du nur am Rande mitbekommen, war wohl ziemlich schneller Schwimmer mit seinen kleinen Ärmchen. Schulamide. Ja, dann sage ich, danke, Bruder, Schwestern, das war's auch schon. Ihr könnt wieder eurer Arbeit nachgehen. Und wenn die sich dann alle so ein bisschen aufteilen, wieder irgendeinen Kram machen, nicht mehr so auf mich konzentriert sind, dann werde ich mal irgendwann, ja, unauffällig zu Faruk gehen und ihn mal ansprechen. Bruder, Schwester, Faruk war der Name, richtig? Miau. Hast du einen Moment für mich? Natürlich. Dann komm noch mal kurz mit, bitte. Und dann würde ich mit ihm in unser, ja, dieses Büro gehen, was wir da eingerichtet haben. Und wird dann auch Jalan mitwinken. Sind die jetzt Ja, schon auf ich dem weiß zwar Schiff, die nicht, was Matrosen? er gefunden hat, aber ich gehe mal mit. Nee, Sind die wir Matronen stehen. jetzt schon auf dem Schiff, oder? Nee, immer noch hier unten im Kontor. Aber sollten wir schon abfahrbereit kommen, oder? Ja, also in den 4 Stunden sammeln, so dass hier Okay, dann abfahrbereit hat er sind. jetzt noch so ein Stecken mit so einem Reisesack hinten dran und ein Rapier am Gürtel. Nur um das mal erwähnt zu haben. Nun, Bruder, Schwester, möchtest du anfangen? Wieso? Was willst du von mir wissen? Ach, du hast gerade einen Odem gesagt, ne? Ja, das weißt du doch, oder? Er lächelt dich an. Ja, warte kurz. Seine Haare werden auf einmal ein bisschen länger. Und, naja, anscheinend lässt er gerade einen Zauber fallen. Ja, ich komme von einem gemeinsamen Bekannten von euch, uns. Und ihr solltet mir das mal angucken und wollte euch ein wenig unter die Arme greifen, weil ich eure Mission interessant und nützlich finde fürs Mittelreich. Ich hätte es wissen müssen. Wir hätten es alle wissen müssen. Wieso das? Nicht ihr, aber unser ganz gemeinsamer Freund. Ah, schön, dann brauche ich das also gar nicht erst Gibt rausholen. uns einen Sack voller Dukaten in der Hand, aber traut uns nicht genug, um uns nicht einen Spitzel hinterher zu schicken. Also, das will ich verbittet haben. Also, er zieht mal den Handschuh aus, den er komischerweise nur an der rechten Hand trägt. Zeigt sein Magiersiegel. Ich bin gelehrter Adeptus Major. Praiodano di Almuctur Ferbaras vom Informationsinstitut zu Romilis. Und Ja, kein einfacher Spitzel. Brindisian schaut sich das Siegel mal an und wird es dann hoffentlich auch erkennen, denke ich. Und sagt dann zu Yalan, ja, ein Magier, wie er sagt, er spricht die Wahrheit. Eine weiße Gilde. Nun, dann haben wir nichts zu befürchten, nehme ich an. Wenn ihr Weiße dem Gilde ist Reich. schließlich dem Preis der zugetan, sagt man mir. Wenn ihr dem Reich treu ergeben seid, habt ihr nichts zu befürchten.
Gibt es einen Grund dafür, dass du deine Identität verheimlichst? Einen speziellen Grund gibt es nicht dafür, aber man ratet mir noch an, eher unentdeckt zu sein für den normalen. Es kann durchaus sein, dass ihr sabotiert werdet. Naja, du, Brandigian, du kennst doch den Baron. Er ist lieber doppelt abgesichert. Nun gut, dann spielen wir das Spiel weiter und du bist weiterhin Matrose. Okay. Oder Yalajin, vielleicht könnte es das nochmal nützlich sein. Ihr versteht, dass wir zumindest die anderen drei davon unterrichten müssen, früher oder später. Ja, natürlich, aber nicht die Mannschaft, die wir jetzt angeworben haben. Nein, die vielleicht besser nicht. Wer weiß, was sich sonst noch so an Bord herumtreibt. Ich könnte mich natürlich für euch ein wenig umhören. Ich meine, das ist das, was ich tue. Informationen sammeln. Wäre vielleicht sogar ganz gut, ja. Da. Ihr seid als Seemann angeheuert. Ja. Aber eigentlich gebietet es eurem Stand ja nicht, als solcher angestellt zu werden. Wieso sollte ich nicht dürfen? Es gebietet mir nur nicht, wenn ich nicht in einer Gilde wäre, meine magischen Künste feilzubieten. Und da ich in der Weißen Gilde Mitglied bin, darf ich das tun. Nun, aber es ist doch, so etwas ist doch sicherlich unter eurer Würde. Unter meiner Würde? Wieso sollte es unter meiner Würde sein? Nur weil ich ein adliger Herr bin, heißt es doch nicht, dass ich mich mit dem gemeinen Volk umgebe. Gerade deshalb. Als Adliger muss man ja über dem gemeinen Volk stehen. Meine Verkleidungen sind so gut, die stehen schon für sich über dem gemeinen Volk. Oder hättet ihr jemals erkannt, dass ich nicht Faruk der Tankzahn bin? Außerdem bringt es für uns mehr, wenn er im Moment unter dem gemeinen Volk steht, so wie du das ausdrückst, Yalan. Im gemeinen Volk. Oder im gemeinen Volk. Also wegen mir musst du dir nicht deine Robe anziehen. Apropos Robe, die könntet ihr die sonst verwahren? Ich meine, wenn die einer der Matrosen bei mir findet, wird das sehr, ich sag mal, fragwürdig. Das sollte kein Problem sein. Macht er sein Tuchbeutel auf, drückt dir eine wunderschöne Robe in die Hand und ein Konventsgewand. Ja, das lege ich mal so auf den Tisch oder irgendwo neben mich. Meinen Stab behalte ich bei mir. Der ist ja nur ein langer Stab. Er klopft auf seinen Wanderstecken. Ach da. Ich habe ihn mir irgendwie ein wenig größer vorgestellt. Meister Kassim hatte da immer einen sehr prächtigen. Das ist auch 1,50 Meter lang. 1,50 Halbfinger lang. Das ist eigentlich eine normale Länge für einen Stab, oder was meint ihr? Ach, apropos, er pult nochmal in seinem Tuchbeutel rum und holt dann eine Kugel raus, die müsstet ihr eventuell auch noch aufbewahren. Eine Kristallkugel. Brindigian, ich nehme an, du weißt, was mit derlei Dingen zu tun ist. Ich weiß sie nicht zu benutzen, aber ich weiß sie aufzubewahren und ich weiß, was man damit anstellen könnte. Ja. Sie ist unzerstörbar. Außer durch magisches Wirken natürlich. So wichtig ist ihre sichere Aufbewahrung nicht, nur dass man sie nicht unbedingt findet, vielleicht bei mir. Das könnte die Matrosen misstrauisch machen. Nein, wir werden einen Ort suchen, wo wir deine Robe und deine, weiß nicht, falls du sonst noch irgendwelche Dinge dabei hast, die dich verraten könnten, wo wir diese aufbewahren und du dann auch darauf zugreifen kannst. Nein, das ist alles. Die Robe brauche ich so bald nicht, es sei denn, wir werden irgendwann mal zu einem Empfang geladen und ihr wollt mich mitnehmen, dann werde ich natürlich unter meiner richtigen Identität auftauchen, weil ich als Faruk da nicht auflaufen kann. Das würde zu viel Aufsehen erregen, glaube ich.